Links? Ah, okay. Geradeaus geht's nicht weiter? Ja, jetzt geht's geradeaus weiter. Achso, okay. 2146 gleich Family-Mitglieder. Drei müssen jetzt schon schlafen gehen, da waren es nur noch 46 minus 3. 2143. Ich sag bye. Ihr sagt live, 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 nein. Oh Gott, das ist peinlich. Mr. Blind Life hier mit einer weiteren Blind Walker Serie. Ich bin auch schon mittendrin. Ihr habt ja den Vlog von gestern gesehen. Mein Name ist Erdin. Und wir haben jetzt wirklich 10 Kilometer vor uns. Ja? 10 Kilometer, also gehen wir los. Nachdem ich mich direkt am Anfang schon wieder verlaufen habe, naja gut, das Schwierige ist ja immer die ersten Meter zu finden. Kurze Eckdaten. 19 Grad, sonnig. Insgesamt 2 Stunden 20 Minuten sagt mein Navi an. 10 Kilometer. Von daher sollte das Ganze schon passen. Dann gehen wir erstmal los. Training ist gestartet. Mal sehen, wie viele Kilometer das im Endeffekt werden. Wahrscheinlich mehr. Okay, nachdem ich die Straßenseite jetzt 2-3 Mal hin und her gewechselt habe, weil ich irgendwie mit dem Navi nicht so ganz klar kam. Und ja, ich sollte mal eine der blinden Apps nutzen. Aber ich nutze Apple-Karten. Tut mir leid. Ist sogar übersichtlicher als Google. Baustelle? Oh, Baustelle. Aber sieht gut aus. Ist sogar übersichtlicher als Google. Also Google hat zwar mehr Informationen, aber Apple-Karten ist einfach besser. Egal, werden wir erstmal warm, weil eigentlich geht es mir relativ gut. Bin relativ fit. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil ihr wisst, Fasten, ich habe Durst, 19 Grad, schwierig. Kenne ich mich in diesem Gebiet aus, um das auch nochmal zu klären? Nein. Für den Weg, den wir gerade gehen, der ist jetzt nicht wirklich angenehm. Und ich weiß nicht, ob da eine Ampel ist oder ob das keine Ampel ist. Sieht so aus, als wäre das keine Ampel. So, wer sich von euch auskennt in Hamburg, das ist wohl Altona hier, die Gegend. Ja, sehr enge Gassen hier, recht schwierig, überall natürlich Menschen. Ist jetzt keine entspannte Strecke, aber wir brauchen nochmal eine Herausforderung. Okay, ich musste rechts abbiegen. Das habe ich durch Zufall sehr gut hinbekommen, weil direkt da Menschen waren, die mir gleich geholfen haben. Ohne, dass ich gefragt habe. Wahrscheinlich sah ich so fragwürdig aus, keine Ahnung. Läuft. Es ist echt viel los. Da muss ich echt aufpassen. Das ist hohe Konzentration, die man hier auf jeden Fall hat. Nicht so entspannt wie die anderen Strecken. Damals war ja auch nichts los, da waren ja alle zu Hause. So, hier ist jetzt eine Baustelle. Ich muss lieber einen Fahrradweg. Ich mache lieber Safety First, Dashcam-mäßig, bevor ich hier irgendwo reinfalle. So, alles klar. So, Safety First, bevor mir da hier ein Fahrradfahrer reinfährt oder so. So, und ich glaube, jetzt muss ich entweder geradeaus oder links, ich weiß es nicht. Okay, die Straßenkreuzung habe ich jetzt auch überquert, das dürfte auch kein Problem gewesen sein. Jetzt muss ich 3,9 Kilometer diesen Weg entlang. Ich glaube, jetzt wird es entspannter. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen raus aus diesem Zentrumsgeschichte. So, ich muss hier links abbiegen. Auf einmal scharf links. Hier ist ein Leitstreifen, den verstehe ich. Aber die Frage ist natürlich, wohin der einen führt. Der Leitstreifen führt einen zur Straße. Ich gehe einfach rüber. Ich habe keine Ahnung. So. Muss in diese Richtung, glaube ich. Alter, das verwirrt mich jetzt. Scharf links abbiegen. Hä? Versteht ihr das? Wow. Ich stand gerade auf dem Parkplatz. Ich dachte nicht, dass das ein Parkplatz war. Ich dachte, das wäre ein Gehweg. Aber egal, ich habe das wieder gefunden. Wir müssen geradeaus und dann rechts. Ich glaube, ich bin so ein bisschen abgedriftet von der Route. Mal wieder. Übrigens eine kleine Side-Story bezüglich Corona und Abstand halten. Also bei der einen Ampel, wo ich nicht genau wusste, wo ich hin musste, hatte mir ja ein junger Mann geholfen. Und der meinte so, ich fass dich mal so an und nimm dich mal mit. Ja, nee, es geht schon, sag mir nur die Richtung. Er so, okay. Und dann er so, ja, ich fass dich trotzdem mal an. Ich so, nee, nee, sag mir nur die Richtung, dann geht das schon. Und dann meinte er am Ende, oh ja, sie kommen ja klar, sie kommen ja klar. Ich so, ja, ist doch alles gut. Du brauchst ein junger Mensch, wahrscheinlich mein Alter, also 21. Ja, das läuft. Ich mal auf das Grün. Grün, 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 grün. Gehen wir mal über die Straße. Okay, ich sehe schon irgendwelche gelben Striche auf dem Ohr, Mann. Wieder eine Baustelle auf jeden Fall. Okay, wir müssen irgendwie geradeaus. Wunderbar, wunderbar. Links oder wahrscheinlich links. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich links. Links? Ah, okay. Geradeaus geht's nicht weiter? Ja, jetzt geht's geradeaus weiter. Achso, okay, alles klar.
Also in diese Richtung, ne? Genau. Also dann einfach okay. Vorne gleich rechts. Alles klar, danke. Cool, danke, danke, danke. Okay. Verstehe ich. Dankeschön. Ach so. Krass, so, so. Okay, also hier ist überall eine Baustelle, so wie ich das halb verstanden habe. Es macht jetzt gerade nicht so Spaß, hier rumzulaufen. Aber es ist interessant. So, Lilo, muss mal aufpassen mit den Fahrradfahrern. Die rasen ja auch einfach durch, weil sie denken, sie können machen, was sie wollen. Ich habe übrigens jetzt erst realisiert, dass ich auf der Straße gehe die ganze Zeit. Abgesperrter Teil der Straße. Fahrradfahrer? Ich meine, Leute, es ist hier so eng teilweise und die rasen an mir vorbei wie sonst nichts. Und dann klingeln die auch noch. Ja, wo soll ich hin? Soll ich da hier über die Absperrung springen oder was? Meine Fresse. Deswegen Safety First, Kamera bleibt jetzt an. Bevor mir noch was passiert. Oh, hier ist glaube ich das Ende. Hier ist glaube ich. Ja. Zack. Die Lage hat sich beruhigt, es ist alles entspannt, relativ zumindest. Und ich habe gerade mal 3 Kilometer zurückgelegt. Also 7 Kilometer stehen noch bevor. Also das kann alles noch ein bisschen dauern. 7 Kilometer noch, 3 Kilometer bin ich schon gegangen. Ja, gerade an einer Kreuzung, wo wieder mal die akustische Ampel nicht funktioniert. Benutze jetzt natürlich Ampelpilot. Aber ja, habe auch drauf gedrückt, vibriert nicht, gibt keinen Ton. Müssen mal gucken, welche Straße das ist. Ganz wichtig, für die, die es jetzt sehen können, ich bin eben von drüben in diese Richtung gekommen und wenn du auf der Mittelinsel bist, läufst du erstmal voll gegen eine Absperrung, da ungefähr. Da musst du erstmal 2 Meter nach links und dann weiter über die Straße. Guck mal Leute, wie dämlich ist das eigentlich? Wie dämlich ist das? Okay, und nächste Absperrung. Mal kurz. Okay, das was wir vorhin schon mal erlebt haben, haben wir jetzt hier wieder. Wir haben wieder so einen schmalen Bereich, wo wir entlang gehen können. Ja, wir gucken mal. Oh mein Gott. Ah, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Aber gut, Kamera läuft. Upsala. So, perfekt. Das hat geklappt. Das waren nur ein paar Meter. Ich bin hier gerade in einem wunderschönen Park. 50% der Strecke sind geschafft. 5 Kilometer habe ich noch, aber ich spüre gerade, also in den letzten 2 Kilometern habe ich gerade so einen richtigen Down gespürt. Ich muss auch sagen, ich habe nur eine Jeanshose an, also keine wirkliche Jogginghose. Und ich spüre gerade richtig, richtig so einen Energieverlust. Ich meine, wir haben es auch, müsste schon 19 Uhr sein, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Das heißt, Hans hat nichts gegessen, nichts getrunken. Das ist jetzt gerade Meisterprüfung. Ich gebe nicht auf. Okay, ich höre auf zu singen. Soll ich singen? Noch 4 Kilometer. Ich bin im Sparmodus. Ich konzentriere mich und versuche anzukommen. Ich bin kaputt. Ich bin wirklich kaputt. Wenn jetzt hier jemand von euch, von der Blind Life Family mich abholen würde, ich würde nicht einsteigen. Ich würde sagen, steigt auch aus und lauft mit mir mit, wir schaffen das. Wir sind eine Blind Life Family. Aufgeben kommt für uns nicht in Frage. Das Leben meint es gut mit mir. Ich gehe wieder durch so ein Stück Wald. Naja, Park, sieht wirklich schön aus. 3 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber 3 Kilometer. Ey, mich hat das noch nie so fertig gemacht. Also wirklich, heute und diese Jeanshose ist echt zu eng. Oh Mann. Okay, der Wald hinter mir, ne? Ich bin irgendwie wieder ein bisschen zu sehr abgedriftet. Hab jetzt den Weg hier zur Straße gefunden. Muss jetzt hier links hoch und bin irgendwie 2 irgendwas Kilometer da. Warte mal, ich frag mal kurz Siri. Okay. Ja, ich will ja nichts sagen, aber mein Navi
Mein Navi hat mich hier aufs Fahrradweg gelotst. Ich könnte bestimmt auch links durch den Busch. Da ist bestimmt noch ein Weg, aber hier ist... Egal, dann gehen wir jetzt vorsichtig den Fahrradweg entlang. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nach Hause. Ich sag blind. Ihr sagt nein. Ich sag blind. Ihr sagt nein. Blind. Live. Oh Mann, ich dreh langsam durch. 2150 Blind Live Mitglieder. Der eine ist sich einen Kaffee holen gegangen. Da waren sie noch 2149. 2149 Blind Live. Okay, ich kann nicht singen, weil da sind Menschen. 2149 Blind Live Mitglieder. Die eine hat ihren Stock verloren. Da waren sie noch 2148. 2148 Blind Live Mitglieder. Der eine hat sich verlaufen. Da waren sie noch 2147. 2147 Blind Live Mitglieder. Mr. Blind Live hat angefangen zu singen. Da waren es nur noch minus 3. Was? Au, ach, hier ist ein Stock. 2146 Blind Live Family Mitglieder. Drei müssen jetzt schon schlafen gehen. Da waren es nur noch 46 minus 3. 2143 oder so. Ich auch. Ich sag blind, ihr sagt live. Ich sag blind, ihr sagt live. Blind, live, blind. Oh Gott, das ist peinlich. Nachdem ich diverse Lieder gesungen habe, mit mir selber oder mit euch gemeinsam, je nachdem, sind es nicht mal mehr 2 Kilometer. Ich habe es bald geschafft. Nicht mal mehr 1 Kilometer, nur noch wenige 100 Meter bis zu Hause. Blind Walker, Mr. Blind Life hat es geschafft durch euch wieder Blind Life Family. Wir sehen uns zu Hause. Yes, we did it! Wir haben es getan. Wir sind 10 Kilometer gelaufen. Blind Life Family. Ich habe das für euch getan. Und ihr habt das für mich getan. Ihr habt mich verfolgt. Ihr habt geliked, kommentiert. Mir tut alles weh. Und das mit einer Jeans. Mit einer Jeanshose. Das ist sogar eine türkische Jeanshose. Aber hey, kurz zu den Fakten. Natürlich blende ich durch euch... Natürlich blende ich euch das jetzt hier rechts ein. Also, 17.36 Uhr sind wir losgekommen. 20.59 Uhr sind wir angekommen. Ja? Also... 3,5 Stunden fast. Ja, wir sind 3 Stunden 22 Minuten gegangen. 11,45 Kilometer. Ihr wisst, 10 Kilometer waren angedacht. Wir haben uns wieder ein bisschen verlaufen. Ihr kennt das Spiel. Aktivitätskalorie 750 und 1134 Gesamtkalorie, was auch immer das ist. Höhenmeter 31. Herzfrequenz 111 BPM. Was ist das? Pace 17,43, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Was ich aber weiß, ist, dass wir es geschafft haben. Ich bin K.O., mir tut alles weh, wirklich. Ich beende das Video hier, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten, Blind Life Family, seid einfach gut drauf. Macht auch etwas, ja, wenn ihr euch etwas nicht traut oder so, traut euch. Macht was Neues, ja, seid einfach gut drauf, wir sind eine Family. Ach, geht weg, ich hab Hunger.